Als ich die Hebamme angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, es geht jetzt los, hat sie mir zuerst mal gratuliert und hat gesagt, hey, so cool, voll pünktlich. Und ich habe auch gefunden, ah ja, stimmt. Für mich hat es so ein Vertrauen gegeben, wo sie ist zu mir gekommen, hat mein Büssi noch gestreichelt, auf dem Sofa gehockt und dass sie mir gesagt hat, ich habe noch Zeit. Ich darf noch daheim bleiben, ich kann noch etwas zur Ruhe kommen und mich wie mental darauf vorbereiten, dass ich dann etwa eine Stunde, anderthalb darf in den Nordstern gehen. Für mich war es ganz wichtig, dass ich noch einmal gebären kann, wo ich eine natürliche Geburt haben kann. Dass es eine ruhige Geburt gibt. Ich nicht gestresst wird von der Situation selber und eben auch, dass ich die Hebamme wie vorher schon kenne. Die Atmosphäre in diesem schönen alten Haus hat mir so zugesagt. Es ist wirklich wie zuhause, fast in der Stube zu gebären. Aber trotzdem hatte ich irgendwie die Sicherheit, können hier in der Nähe vom KSA mein Kind auf die Welt bringen. Ich habe eigentlich vor allem Wert darauf gelegt, dass ich etwas finde, wo auch mein Mann mitkommen kann, wo er auch nachher noch bleiben kann. Für mich ist er eine sehr wichtige Stütze. Darum hat es mir eigentlich den Entscheid, nachher gerade mit der Nähe zum Spital relativ einfach gemacht, wo wir nachher aber auch unsere Hebammen die letzten Zweifel noch genommen hat, dass wenn irgendetwas wäre, dass wir alle gut versorgt wären. Die Hebamme hat mich im Vorfeld schon so gut auf die Geburt vorbereitet, dass ich mit viel Selbstvertrauen und Sicherheit in die Geburt gehen konnte. Das habe ich sehr geschätzt. Und während der Geburt habe ich die Hebamme gar nicht so fest gebraucht. In dem Sinne, ich einfach machen und bin im Flow gewesen. Aber ich habe sehr geschätzt, dass sie mich angeschaut hat. Also er war sehr gut betreut gewesen. Er hat mal etwas zu essen bekommen, sie haben zusammen geschwätzt. Und ich habe gewusst, ich kann hier machen und er ist irgendwie auch betreut. Das ist für einen Mann auch ein sehr intensives Erlebnis. Er hat sich selber auch gut aufgehoben gefühlt. Und wenn er gemerkt hat, er kommt irgendwie ans Ende, und er nicht weiss, geht es ihr gut, ist alles okay, wo sie auch ihm das Gefühl gegeben hat, hey, es war in der Ordnung, schafft das. Das war für mich extrem wichtig. Weil er einfach da sein durfte. Wir haben ein Zimmer für uns. Es ist höchstens jemand, der mal fragt, ob wir Hunger haben. Und dort ist er so das erste Mal Vater geworden, vor allem im ersten Kind. Ich habe geschlafen, er hat sein Kind bei sich gehabt. Und also das war ein Moment, wo er auch jetzt sagt, das vergisst er nie. Und das ist einfach im Geburtshaus da. Das ist ganz gut möglich. Ich habe mega geschätzt, dass ich das Gefühl hatte, die Hebamme freut sich genauso wie ich, dass das Kind jetzt gut auf die Welt gekommen ist und dass das alles gut gelaufen ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist auch für sie jedes Mal wieder etwas Spezielles, wenn ein Kind gut im Nordstern auf die Welt kommt. Und dass die geteilte Freude hat mir gerade meine eigene Freude auch noch mal vergrössert. Ich finde, eine Hebamme ist ein bisschen wie eine beste Freundin. Man darf sich jederzeit bei ihr melden. Und ich habe das so geschätzt, dass ich mich ganz offen austauschen konnte bei allen Themen jederzeit. Ich habe einfach die Ruhe extrem geschätzt im Nordstern. Einfach, dass man wirklich auch mal in Ruhe gelassen worden ist und man uns das Vertrauen auch übergeben hat, dass man gewusst hat, hey, die schaffen das, die packen das. Dass schon nach ein paar Stunden nach der Geburt sie uns Vertrauen gegeben haben, das Baby bei uns zu behalten und uns alleine gelassen haben und ich und mein Mann und unser Kind einfach in Ruhe haben können, den Start zusammen geniessen. Nordstern ist der richtige Ort, wenn man eine selbstbestimmte, natürliche und hebammenbegleitete Geburt wünscht. Immer wieder gerne würde es für mich treffen, aber man kann ja nicht sagen, ob ich nochmal ein Kind bekomme. Der Nordstern ist für mich so familiär, mit den Hebammen, mit den Leuten, die rum sind. Schön. Für mich war es sehr schön, sehr schönes Erlebnis. Das Heimkommen.